Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Und zwar würde ich sagen, beginnen wir heute mal eine etwas fragwürdige Karriere. Mein Gott, das geht ja schon holprig los. Ich würde sagen, wir beginnen unsere Karriere als Einbrecher im Thief Simulator. Ich habe schon mal unseren Ossi angelegt. Hat jetzt auch ein bisschen schütteres Haar, respektive Glatze bekommen. Ich würde sagen, komm, legen wir direkt los hier. Karriere als Einbrecher. Erstmal eine schöne Ladezeit. Das mag ich. Hauptsache, es hängt sich nicht direkt auf. Das wäre natürlich jetzt blöd. Ah, ich glaube, es geht los. Oh, welch niedlich Haus. Und welch fieser Einbrecher. So, herzlich willkommen. Ein Winnie ruft uns an. Antwort mit Space. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Okay, wir haben viel vor. Na dann. Wie hebe ich denn was auf? Mit E. Ich glaube, die Steuerung hat sich auch schon echt durchgesetzt mittlerweile. So dieses E als Interagieren. Aha. Winnie ruft schon wieder an. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Okay, die Lombardis haben unsere Kaution bezahlt. Jetzt sind wir raus aus dem Knast und tun eigentlich gleich wieder alles, damit wir da potenziell wieder reinmarschieren. Das ist natürlich genau das, was man tut. So, was soll man denn machen? Inventar, I. Quickslot. So. Ein Brecheisen. Ja. Ah, okay. Ah, okay. Das ist jetzt da drin. Und wenn ich. Genau, wenn ich nicht ganz falsch liege mit Tabulator. Ah, ich muss mal gedrückt halten. Haha, Brechstange. Bricht die Latten ab. Würde ich sagen, machen wir. Bricht die Latten ab. Bricht die Latten ab. So, ich glaube, jetzt sind wir auch schon auf dem Grundstück. Dasjenige welche, wo wir einsteigen sollen, oder? Kriechen. Ich nehme an, mit C oder Steuerung. Ah, es ist C. Oh, da ist jemand. Oh. Da ist jemand. Was ist mit T? Ach so, da kriegen. Ah, mit T kriegen wir ein Tutorial. Quickslot, du kannst Items im Quickslot aufbewahren, um schneller auf sie zuzugreifen. Gehe zum Inventar, wähle ein Item und drücke auf Quickslot. Machen wir sonst was. Schleichen. Vermeide es unnötigen Lärm, wenngleich du dabei langsamer bist. Drücke C, um zu kriechen. Okay. Ah, Licht und Sichtbarkeit. Wenn du dich nachts heimlich heranschleichst, ist es gut, beleuchtete Orte zu meiden. Deine Taschenlampe wird dich auch sichtbar machen. Haben wir überhaupt schon eine? Ich glaube nicht, ja. Meide das Licht. Ja, okay. Würde ich sagen, sneaken wir uns mal hier hinten lang. Oh. Oh, ja, ich bin weg. Ja, das ist auch total unauffällig, ja. Du schleichst dich gerade da lang und dann klingelt erstmal das Handy. Okay. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Okay, wir bekommen eine Taschenlampe. Ich bleibe mal ein bisschen im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Eine Taschenlampe. Kriegen wir dazu auch ein Tutorial? Nö. Die kann ich hier benutzen? Ich glaube mit F, oder? Ah, ja. Sehr nice. Zerschlage das Fenster.
War was? Ich glaube nicht. So, Taschenlampe anschalten. Jetzt bekommen wir auch ein Tutorial zur Taschenlampe. Drücke F, um die Taschenlampe. Die Taschenlampe an und auszumachen. Vergiss nicht, dass du mit einer Taschenlampe. Ja, jetzt schreiben wir es richtig. Taschenlampe schneller auflegen kannst. Okay, machen wir unsere. Ich kann. Achso, Winnie, schon wieder. Good job. Time to redistribute a little wealth. Zeit ein wenig auszuruhen. Aha, ich mache erstmal die Taschenlampe wieder aus. So, was sollen wir denn eigentlich machen? Stehle ein paar Sachen. Nutze die Taschenlampe. Ich sehe aber so genug. Warum soll ich dann die Taschenlampe benutzen? Was können wir denn klauen? Eine Teekanne. Irre. Mitnehmen. So, ich soll vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein, ja. Oh, Money. Ja, nice. Und ein Toaster. Das wäre das allererste, was ich als Profi-Dieb mitgehen lassen würde. Ein Toaster. Jeder gute Dieb lässt einen Toaster mitgehen. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Aha, ungewollte Aufmerksamkeit. Was haben wir denn da? Lege die Werkzeuge ab und schalte die Taschenlampe aus, um nicht die Aufmerksamkeit von anderen Personen auf dich zu ziehen. Ja, ich glaube, das wäre besser, wenn wir. Wie kann ich hier weglegen? Achso, ich muss. Auf die Hand. Kann ich nicht noch ein paar Sachen. Kochtopf, im Ernst. Ah, komm. Was wir haben, das haben wir. Gibt's noch irgendwo Geld? Ich sollte vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr crouchen. Ah, hier kann ich noch. Ah, siehste. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Ah, langsam. Ich kann auch langsam öffnen und schließen. Okay. Ein Topf. Nee, also komm. Was haben wir hier? Spot verbergen. Ah, da können wir uns verstecken, wenn hier die Polizei anrücken sollte. Oh, hier geht's ja noch weiter. Vielleicht ein bisschen Geld im Klo versteckt hier. Das ist ja manchmal so ein bisschen. Nee, sieht nicht so aus. Nee, hier ist glaube ich gar nichts weiter. Oder da schleicht glaube ich gerade draußen jemand lang. Siehst da unten links diesen Schein. Sollten wir vorsichtig sein. Ist ein Hinterausgang? Nee. Ah doch, hier, ich kann ja. Gehen wir hier hinten raus. Ich glaube, das ist ein bisschen sicherer. Sneaken wir da hinten durch. Hallo! Und dann sollen wir zum Auto gehen. So, ich komme hier aber nicht zu meinem Auto. Na toll, den ganzen Weg zurück. Oh komm, nee, hä? Hier geht's nicht durch. Ach, das ist ja doof. Dann müssen wir wirklich vorn durch das Haus durch. Ah, bisschen dunkel bleiben. Markieren. Oh, jetzt hätte ich fast das Blecheisen noch rausgeholt. Wie kann ich ihn denn markieren? Maus 2, was ist denn? Hä? Naja gut, vielleicht sollen wir das noch gar nicht machen. Dann würde ich sagen, verziehen wir uns jetzt erstmal. Dann muss ich ja wirklich zum Vordereingang raus. Nee, Tür verschlossen. Ah, hier. Da ist der Fluchtweg. So, ist gerade jemand in der Nähe? Nee, komm. Ab dafür. Okay, das ist echt witzig. Ah, hier steht die Karre. Älteres Modell. Licht ist schon an. Hintertür.
Geräumig, ja. Sehr geräumiges Fahrzeug. So, reingehen. E. So. Okay, da komme ich wieder raus. Fahre zum Zielort. Jo, wo ist denn der Zielort? Ah. Okay, das schnellste Auto ist es jetzt nicht unbedingt. Also flüchten möchte ich damit jetzt nicht unbedingt vor der Polizei. Oh, und die Steuerung. Alter. Die Steuerung ist jetzt nicht unbedingt traumhaft. Also ein Autorennspiel ist es nicht. Ah, Zusammenfassung. Diebes Rating A. Ah. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Rating-System das hier ist. Amerikanisches Rating oder was? Keine Ahnung. So, okay, dann machen wir einfach mal weiter. Neue Tipps verfügbar. Hier hinein. Da, Winnie Pooh ruft wieder an. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Wir gehen pennen. Wir legen uns pennen. Das ist das Bett. Ja, eher ein Sofa, aber okay. Zum Schlafen tagt's alle mal. So, wir haben es 23 Uhr. Machen wir aber 9 Uhr und dann werden wir ja sehen. So, und jetzt? Ausgang oder was? Aha. Mein Gott, das ist ja der reinste Telefonterror. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Ah, the computer. Computer. Tools for Thieves lets you buy new kit online. But you might not have what it takes to use them all. Click on Steal Your Forum. Okay, Tools for Thieves. Zeug für Einbrecher, beziehungsweise für Diebe. Steal Your Forums. Was haben Here wir da? Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Okay, wir können uns Einbruchstipps kaufen. Also da haben wahrscheinlich so ein paar Leute schon beobachtet, so ein bisschen ausgecheckt, wie die Leute so ticken. Und das können wir jetzt kaufen. So, die 109 sollen wir. Sicherheitstipps fürs Haus. Gut, kostet ja erstmal nichts, weil er, unser Boss, das hier reingehauen hat. Es ist einfach, den kaputten Holzzaun im Hinterhof zu zerstören. Das ist gut zu wissen. Mögliches Diebesgut. Ein alter Fernseher, der viel wert ist. Sicherheitstipps fürs Haus. Ersatzschlüssel im Schrank. Right. Und das Haus steht Now die ganze Zeit leer. Car. We go to the car. So, achso, ja, okay. Das Haus steht die ganze Zeit leer. Nur dann sollte es ja eigentlich ein einfaches Ding werden. Was haben wir hier eigentlich noch? Werkstatt. Mhm. Tipp entdeckt. Achso, da zeigt mir jetzt nochmal. Alles klar. Na, schade. Ich dachte, ich kann den Radiosender vielleicht umstellen. Aber da gibt's wohl bloß einen. Ah, jetzt schon wieder. Meine Güte. Go hawk your loot at the pawn shop first. Ah. You'll need empty pockets at Greenview 109. Wir sollen zum Pfandhaus fahren. Na gut, dann fahren wir mal dahin. Ah, das geht automatisch. Greenview Street. Okay, da sollen wir dann wieder hin. Da sollen wir auch ein bisschen lange Finger machen. Aber erstmal zum Pfandhaus. Porn. The Porn Shop. Nicht so verwechseln mit Porn. Welcome back. Welcome back. Was ist das hier? Arnie. Geschäftsbesitzer. Was haben wir denn so verkaufen? Oh, furchtbar wertvolle Sachen hier. Eine Teekanne für 8 Dollar. Ein Toaster für 3 Dollar. Guck mal, die Bratpfanne ist mehr wert als der Toaster. Bestimmt Teefall. Hashtag Werbung. So, schon wieder Anruf. Ah Gott. Ich möchte gerne das Handy verhökern. Der Chef geht mir auf den Kranz. It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off.
Aha, wir sollen den Fernseher klauen, aber nicht verhökern. Mein Gott, der guckt aber auch grimmig. Na guck mal, da hat er mehrere Toaster. Toasterfachhandel. Ich nehme die Klampfe. Können wir nicht einfach mal ihn ausrauben und ihm dann seinen eigenen Scheiß wieder verkaufen? So, das wäre witzig. So. Das Auto, hier brennt auch Licht. Das ist natürlich furchtbar unauffällig für einen Dieb, für einen Einbrecher, wenn du überall erstmal das Licht anhast. Weißt du, draußen brennen die Scheinwerfer, hier drinnen brennt das Licht. Das ist total unauffällig. So, wir sollen zur Greenview Street fahren. Na, dann schauen wir mal. Die 109 war es, glaube ich, die wir hier ein bisschen erleichtern sollen. Okay, da ist ja angeblich keiner zu Hause. Also sollte es ein einfaches Ding werden. Wir müssen natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen wegen Passanten und so. Ah, okay. Oh. Oh, das hier 360 Grad Blick. Hui. Der Exorzist-Simulator. So, wo ist denn die 109? Da drüben ist 108. Naja, wir fahren mal hier runter. Und biegen hier links ab. Dann müssten wir eigentlich hinkommen. Na, warte mal, hier ist die 107. 108. Ah, da vorne an der Ecke. Hier ist die 109. Habe ich sowas wie eine Außenansicht? Weiß es nicht. Mit C. Okay. Parkt natürlich total unauffällig, aber... Okay, was soll. Ey, mach mal die Tür zu. Nicht, dass hier uns einer abfährt. So, da ist die 109. Sind denn Leute... Keine Leute in der Nähe. Das ist ja perfekt. Okay, hinten soll irgendwo der Zaun kaputt sein. Ah, na guck mal an. Wir können uns in der Mülltonne verstecken. Ah, hier. Ah, Blechstange. Nix passiert. So, da hinten kommt gerade einer. Da mache ich mich mal kurz ein bisschen rar. War die Luftschacht? Ne, geht nicht, oder? Nee. Oh, da sind gerade viele Leute. Dann machen wir uns mal rein. Ah, oh, ich bin aufgeregt. Ah, ich will die Mülltüte mitnehmen. Da ist bestimmt was Wertvolles drin. Ah, guck mal, hier ist der Schlüssel drin. Da ist der Schlüssel für die Vordertür drin. Ah, hier ist schon dieser Fernseher. Was haben wir hier noch? Kohle, Cash. Wie viel haben wir da? 15. Da ist mal gar nichts drin. Wir sind gecrutcht, alles klar. Oh, schon wieder so eine blöde olle Pfanne. Gleich zwei davon. Im Kühlschrank was? Ne, wir können wir nicht öffnen. Noch ein alter Toaster. Naja, komm. Topf. Dieser Topf ist für den Topf. Für den hier. Oh, da. Hat uns da gerade einer gesehen, bemerkt, wie auch immer. Ich pack mal das Brecheisen weg. Ich pack mal. Da draußen ist irgendeiner. So, hat der uns gesehen? Ah, nee, der steht genau im Auto. Shit. Was macht denn der an meinem Auto? Auto wurde an einem seltsamen Ort geparkt. Ja, toll. Bitte gehen Sie von meinem Auto weg. Ruft ihr jetzt gerade die Bullen? Alter, was? Jetzt ruft ihr die Bullen? Weil wir falsch geparkt haben. Was ist das denn für ein Scheiß? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Scheiß Denunzianten.
Oh, Verfolgungsjagd, was haben wir da? Du kannst vor der Polizei fliehen, indem du die Nachbarschaft verlässt oder dich im Schrank, Müllcontainer oder unter dem Bett versteckst und wartest, bis sie weg sind. Die Polizei sucht dein Auto. Das ist natürlich nicht so gut. Ich will jetzt aber nicht das Gebiet verlassen, deswegen. Ja komm, ich versteck mich hier an der Bushaltestelle, da finden die mich nicht. Oh, der kommt genau hierher, der kommt genau hierher. Oh oh, oh oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh fuck, Alter, ich komm hier nicht weg. Oh, der biegt ab, oh Gott. Mach die weg hier, komm. Alter, diese blöde Kackbratze. Warum ruft die Bullen, wenn wir falsch parken? Wie assi ist das denn bitte? Ich glaube, wir müssen uns erstmal verpissen, sonst suchen die hier ewig weiter. Das lief ja schon mal nicht so toll. Alter, wegen falsch parken. Was ist das denn für eine blöde Ziege? Ja, wir müssen ja noch den Fernseher holen.